Okay. Willkommen zum ersten Part von Splatoon 2. Das Spiel ist eigentlich erst am 21. Juli veröffentlicht worden und wir haben es vorbestellt, gar nicht mehr so lange her. Und ich habe schon einen Tag früher bekommen. Ob das jetzt bei jedem schon so ist, weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall einen Tag früher bekommen. Und ja, da ich ja Let's Shows mache, hauptsächlich wird auch davon eine Let's Show kommen von Splatoon 2. Ihr seht hier die Splatoon 2 Weltpremiere. Das ist das allererste Splatfest, das ist auch ganz neu von Nintendo gemacht worden, das allererste Splatfest von Splatoon schon spielen konnte und das in einer Demo-Version ganz gratis im Nintendo eShop. Das Coole ist, wie gesagt, man hat das erste Splatfest schon, das Spiel ist schon so gut wie fertig gewesen, haben sie, glaube ich, gar nichts mehr dran geändert, weil das Spiel kam eine Woche danach, glaube ich, ist es jetzt ungefähr, eine Woche danach kommt ist das Spiel jetzt offiziell draußen ungefähr. Dadurch war das Spiel schon fertig und die wollten halt einfach nur, sage ich mal, schon so eine Art Einführung in das Spiel machen, damit sich viele Leute das Spiel erstmal gratis spielen wollen, um sich es noch zu überlegen, sich dann die zwei kaufen wollen. Eigentlich recht clever gemacht. Hier eine, sag ich mal, so eine Beschnupperungsphase und hier dann halt eben, dass man es sich dann kauft. Ich wollte es haben, so gut wie jedes Nintendo Switch-Spiel haben wird, weil da wirklich coole Spiele dabei sind. Hier auch Mario Kart 8 Deluxe, davon habe ich jetzt keine Let's Show gemacht, weil ich da ja schon ein Let's Show gemacht habe. Dann müsst ihr mal ganz unten bei meinen Videos gucken, da sind ein paar Mark 8 Parts dabei, da war ich noch ganz frisch YouTuber. So bin ich auch witzig anzugucken. Vielleicht gibt es ein Reloaded, das müsst ihr dann halt sagen, ob ich ein bisschen Mark 8 Deluxe spiele online. Aber ich würde sagen, das Let's Play verläuft wie folgt. Und zwar gibt es drei Parts im Offline-Modus. Es gibt wieder so einen Offline-Modus mit extra Bossen und alles Offline-Gegner zum Reinkommen. Da schaltest du ja auch exklusive Sachen frei für den Online-Modus. Und nach dem Offline-Modus wird das Online-Projekt kommen, da werden das auch drei Parts werden. Ihr könnt, wie ich es jetzt bei jedem Let's Show mache, wieder eure, wenn ihr Likes gebt, kann ich das, also erweitere ich das jetzt, das Let's Play oder, na gut, das Let's Show, erweitere ich dann halt eben um ein paar Parts. Also wenn ihr zum Beispiel auf das erste Let's Show-Video, Splatoon 2, über 5 Likes gebt, werde ich einen vierten Part noch hochladen zusätzlich. Und wenn zwei von den drei Videos, die ich hochladen werde, 5 Likes gibt, werde ich ein fünftes Video hochladen. Und wenn es sogar auf alle drei Grundparts, das müssen wirklich die drei Grundparts sein, wenn ihr auf das vierte Video Hype gebt, das hat keine Auswirkungen, das freut mich einfach nur, dass euch das Let's Play gefällt. Aber wenn ihr auf alle drei Videos über 5 Likes gebt, werde ich wahrscheinlich entweder den Offline-Modus durchspielen mit euch oder halt eben auf jeden Fall 10 Parts machen, je nachdem, was zuerst eintrifft. Die Parts werden ungefähr 20 bis 30 Minuten gehen. Und ja, ich würde sagen, also sagen wir so, in 25 Minuten, so in 25 Minuten machen wir Schluss, also genau 50, 18:50, da gehe ich dann immer kurz ins Home-Menü, weil ich gerade keine andere Uhr habe hier. Die ist nämlich aus, die Uhr. Muss ich mal wieder stellen, aber egal, da können wir einfach immer wieder ins Home-Menü gehen. Im Offline-Modus ist es ja egal. Und ja, wir fangen mal an. Wie gesagt, das mit dem Liken, oder ich muss, glaube ich, die Lautstärke runter machen, das ist ein bisschen laut. So. Und wie gesagt, wie ich es gerade schon erklärt habe, ihr könnt das, wie gesagt, ganz einfach mit Likes erweitern, das Projekt. Und das gleiche beim Online-Projekt. Das Online-Projekt folgt auf jeden Fall nach dem Offline-Projekt. Und da könnt ihr auch wieder bei den drei Grundparts über 5 Likes geben. Das Projekt erweitert sich bis zu 10 Parts. Diese Software enthält möglicherweise Produktplatzierung und Werbung. Okay. Das stand, glaube ich, schon bei der Weltpremiere auch da. Wer die Weltpremiere auch gespielt hat, könnt ihr aber gerne reinschreiben, welches Team ihr hattet. Und hier ist genau das gleiche wie in der Weltpremiere. Ja, also wie gesagt, das habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Das vorige Mal in Splatoon, da habe ich es noch nicht aufgenommen, da habe ich den Jungen genommen. Also könnte ich dieses Mal das Mädchen nehmen. Allerdings werde ich doch mal den Jungen nochmal nehmen. Aber ihr könnt in den Kommentaren unter dem ersten Video, also es ist wirklich nur unter dem ersten Video möglich, also unter diesem hier, könnt ihr schreiben, ob ich das, weil man kann das alles später ändern, ob ich doch ein Mädchen werden soll. Ich hätte jetzt erstmal das so gestalten, wie ich es haben möchte. Und dann könnt ihr zum Beispiel reinschreiben, okay, sei mal ein Mädchen mit komplett anderen Stats wie bei dem Jungen. Also dann mache ich zum Beispiel ein komplett weißes Mädchen, obwohl ich recht braunfarbig bin. Aber jetzt mache ich es so den so, wie es ungefähr aussehen könnte, den Jungen. Und dann mache ich ein Mädchen, wie gesagt. Wenn ihr das wollt, das müsst ihr, wie gesagt, in das erste Video reinschreiben. Nur da geht es, das werde ich ja nochmal in die Videobeschreibung reinpacken. Keine Sorge. Dann könnt ihr das dann abstimmen. So, wir nehmen den Jungen jetzt erstmal. Also wie gesagt, ich bin nicht bleich, so auch nicht. Das ist schon. Ich bin recht hellbraun. Weil ich nur halb ausländisch bin. Mit meinem Vater. Ja, ich bin das hier. Das passt schon, ja. Genau.
So, die Augenfarbe, das ist bei mir halt eben ein bisschen blöd, weil ich habe recht dunkle Augen. So, das ist gar nicht mal so schlecht, aber ich habe keine schwarzen, sondern so dunkelbraun. Deswegen nehme ich mal die hier. Eins von den beiden. Ja, die hier. Na? Und die Haare, ja, eigentlich passt keine Frisur. Das ist die Oldschool-Frisur, die es bei Splatoon 1 gab. Na? Das hier und die drei sind neu. Also die finde ich sehr hässlich. Die ist ja ganz cool, aber das, ich möchte ihn so, ich möchte ihn jetzt mal anders gestalten. Und zwar nehme ich so diese Frisur hier, weil die ist auch echt lässig. Und meine Haare sind auch so ein bisschen seitlich rüber gekämmt, deswegen. Zwar nicht so lang davon, aber hier so an den Seiten sind das ja auch hier so. Ja, nehme ich die. Und ich nehme hier diese Hose, weil ich finde, die passt sehr gut. Die beiden sind alle schön, aber ich finde die hier wirklich gut. Und dann nehme ich mir diese Hose. Zack. Gefällt dir das so? Du kannst das alles später in den Optionen wieder ändern. Siehst du? Jetzt geht's los. Und das ist also wieder durchs Tutorial durch, wie man es halt kennt. Genau. Nintendo präsentiert Splatoon 2. Denkst du was drauf? Aber das ist Sicherheit. Fangen wir mal mit einem Tutorial an. So, das mal angesehen hier. Das ist neu gewesen, das glaubst du uns nicht, aber das ist, glaube ich, sogar, glaube ich, der gleiche Platz, oder? Bin ich mir gerade nicht sicher. Ja. Also. Ballons abschießen, kennt man. Bewegen tun wir zu dem linken Stick. Mit ZR ducken wir uns im Tipp, das wird dann später noch gesagt, aber ich. Bill hat schon eingeübt durch die Weltpremiere und auch weil ich Splatoon 1 gespielt habe, das ist halt alles so ein bisschen, ja, gewöhnt. So, nur die Empfindlichkeit gefällt mir noch nicht. Ich drehe mich sehr langsam. Ich will mich dann noch ein bisschen anpassen. Das habe ich, glaube ich, auch in der Weltpremiere gemacht. Also bei der Weltpremiere war alles genau gleich, nur dass es halt eben gleich ein Splatfest gab. Wir spielen das Spiel schon einen Tag früher, als es draußen ist, aber ich werde es, wie gesagt, trotzdem erst am 21. hochladen, damit ihr es genau an dem Release dann auch gleich spielen könnt. Vielleicht verlinke ich euch ja einen Laden, wo ihr es euch kaufen könnt. Einfach mal runter zwischen Amazon-Link. Ihr könnt es euch direkt kaufen, wenn es euch anspricht. Wäre natürlich cool. Ich kriege dadurch kein Geld, weil ich habe keinen Vertrag mit denen gemacht, aber also keinen Vertrag mit Amazon. Aber einfach für euch kein Geld darüber. Was wollt ihr das geben? Ich bin viel zu jung, ich habe auch eine bestimmte Voraussetzung an Abonnenten haben. Also ich hoffe echt, durch Splatoon 2 kriege ich ein paar neue Abonnenten dazu. Ist ja echt schön, wie gesagt, bei 100 Abonnenten, das soll jetzt nicht zum Locken kommen. Aber mache ich ein Abo-Spezial, wo ich eine Google Play-Karte mit 15 Euro oder eine Nintendo-Karte mit 15 Euro an euch verlose. Ihr müsst dann in einer Abstimmung halt einfach mal sagen, was ihr mehr findet, Google Play oder Nintendo. Und das kaufe ich euch und dann gibt es eine Verlosung an einem. Ich bin leider nicht sehr reich. YouTube Money ist noch nicht da. So, wie gesagt, die Grundlagen habe ich drauf und ich will auch mal ganz schnell hier durch. Damit wir vielleicht mal hier in den Offline-Modus rein können, meine Freunde. Wie gesagt, wenn euch das Projekt gefällt, unterstützt es mit einem Abo oder einfach mit einem Like schon, das würde mir auch schon reichen. Einfach damit ich weiß, okay, euch gefällt das Projekt. Und wie gesagt, wir können in der generischen Tinte nicht schwimmen. Wir können es versuchen, wo wir wollen. Man merkt schon hier, ich gehe ein und wenn ich es versuche, es ist unmöglich. Wir können daraus entweder man rennt sich sofort in seine Tinte zurück oder wenn man drinne ist, immer sofort das hier machen. Immer unter sich drinnen schließen. Weil die Farbe überdeckt sich nämlich unendlich gar. Ja. Pisten zerstören. Ja, man sieht schon, die Grafik ist besser, flüssiger. Musik ist cool. Und die Farbe ist echt besser. Also, weil das habe ich ja schon gesagt, die Farbe ist wirklich gut. Sagen auch viele in der Kritik, dass die Farbe sich wirklich gebessert hat, so Bomben können wir werfen. Unsere Sekundärwaffe ist das. Kostet viel Tendel. Und es gibt halt so, also so bestimmte Waffensets, wo es halt immer eine Primärwaffe gibt, die halt extrem OP ist und eine Sekundärwaffe, die halt mit der Tinte immer gut einzusetzen ist. Ich hoffe, ich verwechsel das beides nicht. So, für die Leute, die jetzt hier neu auf dem Kanal sind, bitte regt mich nicht auf, dass ich hier mit dem Handy den Bildschirm aufnehme. Das ist nun mal die einzige Strategie, die ich machen kann. Ich bin nun mal nicht rich und kaufe mir hier mal gleich einen hochrangigen PC. Ich habe einen Laptop, das geht auch fit, aber mit einer übelst krassen Capture Card. Nein, ich werde das auch bald machen, aber da brauche ich relativ viel Unterstützung. Und wie gesagt, meine Eltern gönnen mir auch nicht alles. Das ist auch bei euch auch nicht so. Und deswegen
Wenn ihr euch aufregt, das ist immer wichtig, das sage ich immer in jedem Projekt, wenn ihr euch darüber aufregt, dann müsst ihr leider abschalten. Ich will das jetzt hier nicht sagen, um euch zu ärgern, aber zu den Tauben ist auch neu. Cool. Es ist halt eben so, dass sich darüber viele mal aufregen, aber es hat sich schon gebessert. Leute, ich versuche schon das Beste zu machen und es ist zwar nicht komplett flüssig, aber die Grafik ist auch nicht so dumm. Also Leute, ich finde das, wenn ich es mir angucke, ich könnte es genießen. Es ist nicht so grässlich, dafür, dass das Spiel so gut ist und mein Handy hält das recht gut durch. Deswegen hoffe ich einfach, wir sind gleich fertig. Dass ihr euch nicht aufregt, ich finde jeden cool, der das akzeptiert und der mich dadurch auch supportet und das trotzdem gut findet. Aber wenn ihr das dann halt so uncool findet, ich finde das dann auch traurig und das tut mich nicht supporten. Keine Sorge, ich werde das auch bald ändern, aber es dauert halt eben auch. Es ist halt Geld. Richtige Capture Card und Vorbereitung, wie es dann geht. Ob ich ein Headset machen muss oder so. So, das war's mit Geplauder. Also für die Leute, die neu sind, entweder ihr akzeptiert es oder ihr geht. Aber dann immer gleich reinschreiben, ja, hier kommen Dorf und YouTube. Ich höre nicht auf, das könnt ihr auch so oft schreiben, wie ihr wollt. Und ich habe schon 60 Abonnenten. Die meisten, die das schreiben, haben 0 Abonnenten, also ja, einfach sein lassen. Dann geht auf einen anderen Kanal wie Domtendo, den kann ich euch verlinken, falls ihr einen besseren sucht, aber trotzdem. Also ich werde euch verlinken, ich werde euch das Spiel verlinken und halt eben Domtendo verlinken, nur damit ihr bei einem besseren auch zugucken könnt, oder bei mir halt parallel. Damit ihr sagen könnt, ach, ich habe das von dir, Kumpel, den coolen Typen, könnt ihr mal gleich ein Abo bei dem da lassen und dann könnt ihr vielleicht sagen, ach, Nora, hier, sehr cool von dir. Jetzt sind wir in der Lobby. Und es sind schon verdammt viele Leute da. Also Domtendo, an dem organisiere ich mich, weil der Typ das immer ganz frisch rausbringt. Der hat heute noch kein Port rausgebracht. Also glaube ich, dass es noch nicht so krass ist. Aber egal, morgen kommt er raus. Vor euch natürlich dann an der Sekunde. Okay, drücke ZR, ZL, ZR. Und da sind sie, die beiden. Die Perla und die Marina. Das sind die neuen beiden. Und ja, wen ich von beiden mehr mag, es ist halt einfach Marina. Ich meine, sie ist wirklich sexy. Perla ist auch nicht schlimm. Also, dass sie gehatet wird, verstehe ich nicht. Sie wird nämlich sehr gehatet, aber sie ist ganz cool, aber ja. Also bei Marina wurde nichts falsch gemacht. Ich finde sie sexy. Und das ist, kann jeder eigen sehen. Das kann jeder eigen sehen. Also kein Hate dafür. Jeder findet das selber so. Okay. Hey, da sind wir wieder. Zeige ich dir das Neueste aus Inkopolis. Direkt vor Ort am Inkopolisplatz. Kommen wir zu den aktuell angesagten Arenen für den Standardkampf. Okay. Da ist hier DJ-Platz. Hier sitze ich voll auf Doppler. Ich tolle die ganze Zeit nur herum. Was? Okay. Ja, habe ich gemerkt. Kleiner Tipp. Es gibt auch sowas wie Siegbedingungen. Ja, das stimmt. Die haben es wie bei den Squids, ist das gleich gemacht. Die Marina ist erst so wie die Marie und die Perla wie die Dingens halt. Keine Ahnung. Turmkommando ist wieder neu. Wie die andere halt. Mit Dopplern von der Kante rollen und Gegnern die Luft erledigen. Der Hit. Sich etwas vorstellen und es tatsächlich machen, sind zwei verschiedene Sachen. Guck, sie disst so die ganze Zeit so ein bisschen herum. Das war auch immer so in Splatoon 1. Finde ich cool, dass sie das beibehalten haben. Es fehlen noch die Arenen für Liga-Kämpfe. So, hier Liga, das ist komplett neu, das kenne ich gar nicht. Ich habe ja hier neulich den Foodtruck von Shrimpson gesehen. Wenn der nach Hause liefern würde, das wär's. Das wär's wirklich. Haltet eure Tentakel fest, denn Marina hat brandheiße Nachrichten für euch. Brand heiße? Ach ja, genau. Also der riesen Elektrofels ist weg. Oh nein. Hey, hatten wir das nicht schon mal? Oh ja, wer Splatoon 1 kennt, der müsste es wissen. Der Elektrofels wurde auch da von den Oktorianern schon geklaut. Und ich werde mal gleich eine Brandnews erzählen zu Marina. Und ach ja, das hat man gerade ja. Aber das ist ja noch nicht alles. Aioli, ach so hieße, von den Sea-Sirens wurde auch vermisst. Nein, doch nicht Aloi. Was war denn das gerade? Aioli, das ist echt übel. Tu doch was, Marina. Was soll ich denn? Ich kann doch auch nichts dran ändern. Guck mal, wie sie jetzt guckt. Ach, was soll's. Ich mache halt gerne nicht meine Arbeit und tu halt mal kleine Marinas dafür opfern. Die tauchen schon beide wieder auf. Also ich muss ein bisschen lesen lernen. Auf dem Programm.
Was? Sollte ich nicht auf die Suche machen oder so? Soll ich auf die Suche machen? So, das war's dann auch wieder. Sollte ich mich auf die Suche machen? Ja, das war's dann jetzt auch wieder. Und denkt dran, wir sind cool. Ja, wir sind Tender cool und ihr seid cool. Ich finde den Spruch nicht so cool. Es geht. Also die Bleitspritzig war schon geil. Willkommen auf dem Inkopolisplatz, dem neuen Herzen der Inkling-Kultur. Das da ist der Dekaturm. So, der heißt neu, okay. Das da ist der Dekaturm. Das berühmteste Gebäude am Inkopolisplatz. Im Erdgeschoss findest du die Lobby für Online-Kämpfe. Hier hätten wir die Aquakaden. Das derzeit beliebteste Einkaufszentrum in Inkopolis. Dort bekommst du die coolsten Ausrüstungen und die heißesten Waffen. Allerdings lassen die Läden nicht jeden bei sich kaufen. Man muss schon cool genug sein. Da hinten ist noch so eine komische Baracke. Angeblich bieten die dort irgendwelche Jobs an. Wie ist das zu verstehen? Aber das würde ich mir zweimal überlegen, außer natürlich, wenn du dringend Kohle brauchst. Damit kommen wir zu Inkcade, dem angesagtesten Treffpunkt bei den Inklingen. Dort kannst du dich mit Freunden in deiner Nähe zum gemeinsamen Spielen treffen. So, und als nächstes haben wir dann... Huh! Wer ist das denn? Ist das etwa... Ja, du hast recht. Nein, kann nicht sein. Was sollte sie denn hier wollen? Die Klamotten passen auch nicht. Nee, das muss jemand anderes sein. Oh doch, das ist sie. Das ist Marina. Ach, Marina. Ja, ja, okay. Das ist Marie von den Squid Sisters. Aus Beton 1. Egal, sieh dir mal die Lobby im Dekaturm an. Dort kannst du dich direkt in den Kampf stürzen. Nein, 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 nicht so hektisch. Ah, nee, finde ich ist jetzt wieder Geschwindigkeit, warte mal. Hier können wir uns ausrüsten. Ja. Und hier kann man die Empfindlichkeit halt so ein bisschen machen. Und sonst ist alles gut. So, aber vom... Nicht... Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, die Empfindlichkeit hat auch Nintendo gesagt, die ist ein bisschen runtergeschraubt, deswegen muss ich mir das noch anpassen, aber... ja, gucken wir uns erstmal. Also nochmal so ein paar Easter Eggs, die ich gleich mal erklären will. Und zwar die Marina, die ist ein Octoling. Man sieht das schon an ihren Haaren. Die hat nämlich diese komischen Saugnäpfe außen, obwohl wir die innen haben, die richtige Inklinge halt. Und das ist diesen Octoling, allerdings ein lieber Octoling geworden. Ich weiß nicht genau, wie das möglich ist, aber gut, man muss, müssen ja nicht alle böse sein. Das heißt, die Perle hat halt eben Marina irgendwie aufgenommen und jetzt sind sie zusammen Sing-Duo geworden. Finde ich schon mal ziemlich cool, die Story. Wir können ziemlich hoch springen. Ja, wir können ziemlich hoch springen. Ja, man merkt schon, das sind fast alles neue Leute. Auch die, also das Spiel ist doch schon raus, aber Let's Play darf man es vielleicht noch nicht. Hm, alle, die gelb angezogen sind, haben hier noch Sachen an. Na, okay. Ja, ich würde sagen, weil wir nicht so viele Parts machen, springen wir gleich mal hier rein. Und beim nächsten Part gibt es wieder ein Easter Egg. So, und das ist genau das gleiche. Du springst in eine Gullydecke rein und dann kommst du in eine andere Welt. Genau wie die anderen Male schon. Okay, das ist irgendwie komisch. Okay, Bonus abholen, keine Ahnung, was das ist. Das ist erstmal egal. Geht mir nach. Wie bei Splatoon 1. Ja, genau das gleiche. Okay. Ach, sogar, ach, Limone, wie hieß die ja? Die hieß ja auf Englisch. Mann. Die Octorianer kommen. Wie geil! Die Musik ist ein Remake von Limones Lied. Es gibt halt so Lieder, wo die zusammen singen, aber es gibt auch ein Lied, wo Limone allein singt und Aioli. Und das ist ein Remake auf Chinesisch. Ein tentakuläres Hallo.
Da bist du ja. Schon als ich dich auf dem Platz gesehen habe, wusste ich, dass du auserwählt bist. Sagen sie alle. Wir brauchen doch nur irgendeinen, die nehmen doch jeden, der vorbeikommt. Und sagen den gleichen Spruch. Du bist jetzt wahrscheinlich voll von den Socken, die echte Nimone vor dir zu sehen, zu haben. Beruhig dich. Autogramm geht's später. Oh ja? Wir haben uns jetzt, glaube ich, noch nie unterhalten. In den Nachrichten redet man kaum miteinander mit diesen Fernsehleuten. Wie? Wer ich bin? Eine Limone. Die bessere Hälfte der allerseits beliebten Sirens. Oh ja. Eigene bestimmt. Wie? Nie gehört? Ah, doch, doch, doch. Warum kann man denn nicht entscheiden, ob das. Warum kann man denn nicht entscheiden, ob ja oder nein? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Das ist es auch nicht. Ich erzähl Scheiße. Aber was soll's? Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe was viel Dringenderes zu bereden. Ich brauche da etwas Hilfe. Hast du mitgekriegt, dass der Riesen-Elektrowelt weg ist, die Energiequelle für den Inkopolisplatz? Oh ja. Dahinter stecken die Oktorianer. Ja, das weiß ich. Wie ich das weiß? Oberflächlich betrachtet sehe ich vielleicht nur wie ein unfassbar talentierter Popstar aus. In Wahrheit bin ich Nummer 2 der neuen Aquamarine, einer Geheimeinheit von Helden, die die Welt vor den Oktorianern retten. Und das ist, glaube ich, auch ein Easter Egg, denn in Splatoon 1 gab es nämlich auch eine geheime Nummer 3 und eine geheime Nummer 2, glaube ich. Und du bist Nummer 1 gewesen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, vielleicht war es auch Nummer 1. Und Nummer 2 war, glaube ich, sogar Limone. Da hat man das nie herausgefunden und ja, hat es jetzt gespoilert. Finde ich cool. Ich habe versucht, die Oktorianer im Auge zu behalten, aber ich habe immer so viel zu tun. Wenn nur Ayuri da wäre. Jedenfalls. Ja, siehst du, die ist auch einer von diesen Agenten gewesen. Die ist wahrscheinlich bei einer Mission, glaube ich, vielleicht draufgegangen, gut, draufgegangen, die aber festgehalten wurden. Du musst mir helfen, den Riesen Elektrowelt zurückzuholen. Was sagst du? Hilfst du mir? Aber klar doch, Mann. Für dich tue ich doch alles. Was denn? Bin ich für dich noch zu jung? Ich habe kein Nein gehört, also werte ich das mal als Zustimmung. Ich will dir immer ein Ja sagen können. Damit bist du ab sofort Nummer 4 der neuen Aquamarine. Und wie habe ich mich jetzt umgezogen? Wie ist das möglich? Speedbuilding, sag ich doch. Als Bonus bekommst du einen brandneuen Heldenanzug. Den hättest du mir ja auch jetzt geben können, aber die Waffe ist cool. Was ist denn das? Passt ja perfekt. Gut, siehst du aus. Nicht schlecht dafür, dass das nur mein alter Anzug ist. Das ist eine Ehre für mich. Dann kann's ja losgehen. Gehen wir ein paar Oktorianer-Tentakel verknoten. Ja. Eines noch, du musst die Geheimzugänge zu den Verstecken der Oktorianer erst einfärben, bevor du sie betreten kannst. Ach so, das ist neu. Oder? Tentakel vorposten. Wenn du etwas Auffälliges siehst, probier einfach Tinte drauf zu klatschen. Die Schuhe sind übertrieben. Zu retten der Elektrowelt 3. Allein hier. So, mal kurz hier gucken. Ja, noch 4 Minuten. Lohnt sich da jetzt noch ein Level? Ich würde schon sagen, zum ersten Part machen wir ein Level. Komm. Okay, was ist das hier? Ah, ich weiß nicht, was ich machen muss, glaube ich. Ich muss jetzt, glaube ich, alle drei auf einmal killen. Ich brauche verschiedene Farbe dafür. Sein. Nee. Ja, hier gehe ich am schnellsten kaputt und ich glaube, weil ich die Farbe habe, oder? Na gut, nee, es muss nicht sein. Okay. Warte, was ist für eine Waffe? So eine Art Anfangswaffe ist das. Guck mal, wie wenig ich schieße. Das ist wie so eine Gallon oder so. Das ist mit einem krassen Schaden macht die eigentlich. Alles safe. Ich muss echt sagen, du und Nummer 3 habt beide sehr hübsche Augen. Danke. Gibt's hier irgendwelche Easter Eggs? Also auf jeden Fall ist das irgendwie eine Art Gesicht. Okay. Ja, machen wir uns mal auf den Weg. Ja, da ist doch schon einer, aber muss ich den aufwerben? Hat doch keinen Sinn. Ja, hat er nicht gesagt, ich soll irgendwas einfärben? Hä?
das ist wieder der Boss, stimmt. Da muss ich das hier genau, ja. Hm, ich kenn das noch. Da hast du wohl noch Fragezeichen Ballon? Aha. Level 1. Ja, die Octorianer können es nicht lassen. Ja, das stimmt. Und genau das gleiche. Und kommt vielleicht gehst in so einen Kochtopf rein. Ich weiß nicht, was da passiert. Gerade mit ZL zum Tintenfisch und schon mit die Tinte. So ein Tutorial, glaube ich, nochmal. Checkpoint. Ja, man kann ja beim Anfang nichts falsch machen. Die Mucke! Okay, das ist der schlechteste Octorianer, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich. Weißt du schon, aber mit ZR kannst du Tinte verschießen. Echt? Ja, er hat auch nichts drauf. Springe mit B durch den Tintenfischring. Was? Ah, cool. Okay. Wenig Deckung, versteck dich mit ZL in der Tinte. Ah ja, stimmt, der Typ ist da geschützt. Auch von hinten natürlich nicht. So, wir müssen uns auf jeden Fall umgucken. Es gibt so, wahrscheinlich solche Sammel-Items. Und die werden wahrscheinlich richtig böse irgendwo sein. Ja, überziehen wir halt eben ein bisschen. In die Hölle. Gehen wir weiter. Hab ich jetzt schon wieder gesehen. Leuchte ungefähr. Übel Nummer 4. Da war ich eben Nummer 4 bei Splatoon 1 raus. Ja, na toll. Toll. Da konnte ich da durchspringen. Hab ich gesehen. Ja, sieh dich mit R um. Das sagt doch jetzt nicht ohne Grund, oder? Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, dass die das nicht ohne Grund sagt. Bombe. Ach du Scheiße, noch eine Bombe. Was ist das? Das tanken die einfach. Sehr gut. Ich bin beeindruckt. So. Jetzt wird einfach nach der Probe an zu nerven. Scheiße, das ist der einzige Nachteil, den wir zu haben. Aber wer hat, aber wir haben auch viele Leute Kühldurchschnitte verstanden. Ist nun mal so. Aber echt nervig, kann schon sein. Ich beschieß den Ballonfisch und lass ihn platzen. Ja, das kann ich auch machen. Ja. Das sind so dumm, die von der sogar rein, Tinte. Ich glaube, wir finden das Siegel nicht, weil. Ich weiß nicht, wie schwer die Dinger sind. Gibt's hier noch gar keins? Ein Container! Das heißt, hier muss irgendwann ein Schlüssel sein. Ja. Finde den. Lass mal hier ein bisschen umfärben. Das ist schon irgendwie Müll, oder? Das Zinnfisch kannst du durch die Gitter durchschlüpfen, ja, okay. What the fuck? Oder so, oder? Was ist denn auf der anderen Seite? Ich will es auch noch wissen. Könnte es weitergehen? Alter, die Musik! Herrlich. Ah, die Falle. Aber dafür ist es auch einfacher hier mit dem Ding. Zack, und weiter. Bam!
Ne, es sagt Checkpoint. Also hier sind noch ganz viele Checkpoints. Da schon was. Okay. Ich bin gespannt, was hier das Sammel-Item sein wird. Jawoll. Recht viele. Bam, bam. So. Hier kann man wieder was mit der Bombe wegmachen. Das. Ah, okay. So wie Food irgendwie für mich. Und hier da oben sind so zwei Sachen. So eine Schriftrolle, das kennt man als Secret. Und? Was ist denn das andere? Keine Ahnung, das ist Neues. Hier ist schon sehr viel Tinte. Von dem. Du bist ja ganz gut. Und du bist doch ganz. So, das ist doch, das sind doch Schwachmaten. So, macht man ein bisschen schneller. Achso, das. Ja, das kommt jetzt wieder. Das ist schon immer. Das könnte am Ende noch klappen. Wisst ihr, das sieht man mal, dass die gar kein Vertrauen zu mir hat. Die hat das einfach nur so gesagt. Die sagt das wahrscheinlich zu jedem dahergelaufen, der hier vorbeikommt. Alle sind sie gegangen bei den ersten Worten, die Octavianer kommen. Ciao! Ja, das habe ich am Anfang überhaupt nicht kapiert. Warte mal, wir darf man nicht sehen. Hey, das sieht mich instant. Ah, okay. Okay, gut. Kacke, Mann. Hat jetzt gar nicht kapiert. Das sieht mich aus irgendeinem Grund. Hey, ich kann den Gegner nicht besiegen. Kann man das Ding kaputt machen? Ich kann ihn gar nicht besiegen. Das sieht mich aus irgendeinem Grund. Der ist verpackt, glaube ich. Ah, komm, schnipp doch mal. Alter, was ist das für ein Vieh? Er kann mich gar nicht sehen. Ich bin in der Tinte. Das ist natürlich aber kaputt. Zack, Mann. Das ist ganz unegal. Also, sie ablenken, das ist Quatsch, finde ich. Das ist ein bisschen komisch gelöst. Nein, da war. Oh, das gibt es nicht. Da war es. Da ganz oben drauf. Okay, das muss ich merken. Da oben ist auf jeden Fall irgendwas. Zack. Und nicht runter, ja. Da ist auch schon eine Elektrowelt. Das sind die kleinen. Die gab es schon bei Turm 1. Da oben ist aber auch noch irgendwas. Du magst keine Ballons, oder? Nein. Wow. Ja. Also hier kein Vorteil der Tinte verschaffen. Und was auskommen dann. Hier ist so ein Typ, der kann man halt killen. Ach, das gibt's nicht. Das ist der Tinte, der ist sehr langsam beim Umdrehen. Kann man das Vorteil verwenden. Zack. Die Hände sind sehr lang. Letzter Checkpoint. Was haben wir schon? Drücke. Scharf zu machen. Oh mein Gott! Alter, Massenvernichtung.
Hallo. Was kann ich hier machen? Was bringt mir jetzt das? Ah, das sind nochmal Schwammraketen. Angriff! Oh, mein Arm ist doch nicht so gut. Zwei Schlüssel. Das ist der dritte Schlüssel. Wir sind fast fertig. Ich weiß nicht, was die machen. Hier, Zeug. Und hier. Und schon sind wir fertig. Da ist der Elektrobels. Warte kurz. Okay. Zeit aus. 10 Minuten hat das jetzt schon gebraucht. Oh mein Gott. Wie lange zum Hochladen brauchen, aber es ist der erste Part gewesen. Haben wir geschafft. Wir müssen. Okay. Ist gar nicht schwer, oder? Nee? Ist okay. Okay. Sagen. Das war's für den ersten Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen als Einübung. Ich hoffe, ich kann euch überreden, euch das Spiel auch zu kaufen. Wie gesagt, es gibt 3 Parts. Wenn es darauf über 5 Likes gibt, wird es einen weiteren Part geben. Und ja. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part wieder dabei. Bis dahin, meine Freunde.